Hey und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Minecraft Let's Plays. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du Bock hast, lass gerne einen Kommentar da. Würde ich mich zumindest riesig drüber freuen. Und ansonsten viel Spaß mit dem Video. Als von so einem Golem weggerackt zu werden. Ich schnabuliere noch was. Und dann geht's weiter zu meiner Schiefer-Erfahrung. Nee, aber beim Schlittschuhfahren habe ich immer die gleiche Taktik gemacht. Ich weiß nicht, das erste Mal Schlittschuhfahren. Zum Glück. Es sah wie folgt aus. Ich habe es ganz gut hinbekommen zu fahren. Hä, warum greifst du mich noch an? Es ist Tag, Junge. Chill. Noch eine. Aber diesmal esse ich vorher. Ich mache nicht wieder den gleichen Fehler. Ich habe dazugelernt. Aha. Oh, du Opfer, hast mich getroffen. Nee, meine Taktik sah einfach dementsprechend aus, dass ich einfach, weil ich überfordert war mit dem Bremsen. Also ich konnte echt gut fahren dafür, dass ich das erste Mal gefahren bin. Weil ich da relativ schnell den Dreh raus hatte. Aber ich glaube, das ist auch normal, dass man das relativ schnell rauskriegt. Aber ich wusste nicht, wie man bremst. Und dann habe ich halt einfach nicht gebremst. Aber jedes Mal, wenn es mir zu schnell wurde oder jemand mir entgegenkam, habe ich mich einfach auf meinen Hintern geworfen. Beste Taktik. Ich hätte zwar da easy jemanden einfach so übelst umkegeln können oder so. Wäre zwar richtig witzig geworden, glaube ich, aber nicht für mich und nicht für die Person, sondern für alle anderen. Aber zum Glück ist das nicht passiert. Aber ja, das war mein erstes Mal Schlittschuhfahren. Und beim Skifahren war es genauso. Ich wusste nicht, wie man bremst, weil ich ja noch nie gefahren bin. Und da habe ich aber auch keine... Also ich wusste auch nicht so vom Sehen oder so, wie das Ganze funktioniert. Sprich, ich hatte wirklich null Ahnung, wie das Ganze geht. Und dann fahren wir dort diesen Hang immer runter. Und das ist wirklich kein steiler Hang gewesen, aber du hast dich trotzdem alle 5 Meter hingelegt, weil du entweder Angst hattest, in jemanden reinzufahren oder nicht wusstest, wie man bremst oder was noch viel häufiger passiert ist, weil sich einfach meine Skier überkreuzt haben. So, warum ich das Ganze jetzt aber erzähle, ist eigentlich Folgendes. Das ist gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass dieser Hang, weil das halt so ein Hang war, wo du vom Lift aus runter zur Skihütte fahren konntest, sprich, der war auch nicht sonderlich lang, vielleicht so 50, 60 Meter. Aber dieser Hang hatte keinen verdammten Lift. Sprich, wir sind diesen Hang im Minimum in dieser Woche 10 Mal am Tag. Häufiger ging auch gar nicht. Vielleicht 10, 8, 7 Mal, keine Ahnung, diesen Hang runtergefahren, um dann wieder da hoch zu latschen. Und vor allem am Anfang hat uns unser Skilehrer noch beigebracht, hier, so geht es am einfachsten, den Hang hochzukommen. Ihr macht es einfach seitlich. Seitlich hochlaufen, beste Taktik. Ja, das ist gut, wenn du mal 5 Meter nach oben willst oder so. Aber nicht, wenn du, scheiß, 50 Meter nach oben willst oder 30 Meter. Seitlich. Das war einfach ekelhaft. Und da hatte ich nach dem ersten Tag keinen Bock mehr, weil ich einfach 50 mal diesen gottverdammten Hügel hoch musste. Ey, schlimm. Und ich habe am Anfang gefühlt auch nicht dazugelernt, weil ich auch keinen Bock mehr hatte, so. Und das ist ja das Ding, solange du Sachen nicht beherrschst, hast du häufig auch keinen Spaß dran. Sobald du die Sachen beherrschst, machen die mehr Spaß. Und so ist es bei mir beim Skifahren gewesen. Als ich es nicht konnte, habe ich es gehasst. Jetzt mittlerweile kann ich es. Jetzt macht es auch ehrlich gesagt richtig viel Spaß. Vor allem zusammen mit Freunden. Ich glaube, es gibt nicht wirklich was Geileres als so ein Skiurlaub. Also ich muss sagen, ich habe vorletztes Jahr habe ich so einen Skiurlaub nur mit Freunden zusammen gemacht. Das war so mein erster Urlaub auch so ohne Freunde, ohne irgendeine Begleitung, sage ich jetzt mal. Ich muss sagen, es war richtig geiler Urlaub. Und den wollten wir eigentlich dann nochmal machen, aber das Jahr danach ging dann nicht so ganz. Und jetzt dieses Jahr ging sowieso nicht mehr. Aber ich muss sagen, das hat echt richtig Laune gemacht. Ja, ist schade. Dieses Jahr hatte ich, beziehungsweise letztes Jahr hatte ich generell vor, noch mal ein paar Mal mit so ein paar Kumpels in Urlaub zu fahren. Einmal natürlich nach Malle. Natürlich, um baden zu gehen. Nee, aber das hatten wir eigentlich geplant. So ein paar Tage. Und mit einem anderen Kumpel wollte ich nach Tschechien, weil der dann ausgewandert ist. Ausgewandert, das klingt falsch. Also der hat Fernstudium angefangen.
Und da dachten wir so, ja, dann machen wir nochmal so lange jetzt, wie du noch da bist, machen wir jetzt so spontan einen Urlaub. Aua, 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 aua. Ich kam gar nicht mehr raus. Nee, da wollten wir einfach so spontan, also wirklich, wir haben das so innerhalb weniger Tage geplant, diesen Urlaub. Einfach uns riesig gefreut, dass man so richtig geile Hotels für richtig wenig Geld in Prag bekommt. Alles geil, alles easy, alles geplant, wie wir dorthin kommen, wann wir dorthin kommen. Alles durchgeplant. Und dann ruft mich mein Kumpel so an, ey, übrigens, das nächste Woche, ne, mit dem Urlaub, das wird leider nichts. Ich bin nächste Woche einfach selber schon mit meinen Eltern im Urlaub. Die haben mir einfach bis dahin noch nichts gesagt gehabt. Ja, und das... Oh, schon wieder verschluckt, ey. Ganz schlimm. Ja, und das war's dann einfach mit diesem Urlaub. Weil da ging's noch. Im Sommer ging's ja an sich. Da durfte man ja wieder reisen. Ich denke mal, dieses Jahr wird's auf jeden Fall auch wieder gehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass eventuell im Frühling das schon geht. Weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, das reicht erstmal an Holz. Wir machen uns mal wieder zurück. Wir wollen ja noch fertig werden heute. Okay, ich bin bei einer Stunde ungefähr. Ich habe mir als Schmerzensgrenze 2 Stunden gemacht. Dann kriegt ihr einfach diese Woche bis zum Ende jeden Tag eine Folge Minecraft. Außer ich schaffe das Haus schneller. Dann vielleicht nicht. ja, mal schauen, wie ich es schaffe. Warte mal, laufe ich jetzt überhaupt richtig? Nicht, dass ich jetzt wieder... Da ist das Haus, also muss ich... Doch, dann bin ich richtig. Nicht richtig. Ich muss da lang. Genau. Doch, dann war ich richtig. Dann muss ich halt noch ein bisschen halb rechts einschlagen. Ja, aber es ist echt schade mit dem Urlaub so. Ich glaube, das ist so meiner Meinung nach von dem Ganzen. Also ich rede jetzt nur von mir persönlich so, wie es mich alles affected hat, sage ich jetzt mal. Wie es mich sozusagen getroffen hat. Ich muss sagen, ich bin echt verdammt gut weggekommen. Ich habe mein Abi schon vorher gemacht, habe dieses Jahr dieses Buffdi, sprich ich habe noch nicht studiert. Also habe ich diesbezüglich nichts verpasst. Ich habe wirklich riesen Glück gehabt mit dieser ganzen Situation, deswegen... bin ich der Letzte, der mich hier irgendwo irgendwie beschweren darf. Ich habe glücklicherweise es auch noch nicht gehabt. Ich musste zwar mal in Quarantäne, aber ich habe es nicht gehabt zum Glück. Generell aus meinem Bekanntenkreis hat es kaum jemand gehabt. Deswegen, also ich darf mich eigentlich nicht aufregen. Es gibt Leute, die das viel schlimmer alles Influenz hat. Aber ich möchte nur sagen, für mich persönlich ist das Schlimmste eigentlich, dass ich halt nicht in Urlaub kann. Ja, ich weiß, das ist eigentlich traurig, dass ich das jetzt so sage. Hundi! Wie gesagt, aber es hat andere viel schlimmer getroffen als mich, deswegen darf ich mich nicht aufregen. Hundi! Hey, Kleiner. Oh, beim Ersten! Ja, du bist so ein Feini, bist du. Ja, ein Feini bist du. Ja. Oh ja. Ja, komm mit, Großer. Ich hab einen Hundi. Wo ist er? Warte. Hundi. Wow, wow. Hundi. Wow, wow. Wuff, wuff, wuff. Wuff, 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 wuff. Wer kennt den Song? Hä? Hast du gerade Schaden bekommen? Bruder, mach nicht sowas. Zu Hause gibt's erstmal. Ah jo, da wollte ich ja sowieso mal hin. Oh lol. Die haben mittlerweile eine Trockenmach-Animation. So, please. Let this be good. Chest, wollte ich sagen. Ah, das sieht auch ganz cool aus. Das können wir ja mal. Oh, das fände ich auch cool. Alter. Hier, komm. Zack. Zack. Oh, jetzt habe ich einen Ohrwurm von Hundi. Wow, wow. Okay, nice. Eine Axt. Ein Helm. Ich meine, sag mal jetzt nicht nein, ne? Little Obsidian. Und ein goldener Apfel. Können wir uns hier aufheben für... Irgendwann mal.
Und das hier werden wir definitiv zu Ende bauen. Und dann können wir das hier noch ein bisschen cooler gestalten alles. Und dann hätten wir hier so eine geile Lava-Dingens. Oder wir nehmen die und stellen die irgendwo da oben hin, dass es ein bisschen cooler noch vom Ort her ist. Aber cool. Oh nice, wir haben einen Hund. Ich überlasse euch auch hier wieder die Namensfindung. Ah ja, apropos Namensfindung. Oh, jetzt muss ich zurück zu den Hühnchen. Ich habe die Hühnchen voll vergessen. Da habt ihr ein paar Namen in die Kommentare geschrieben. Ey, komm schon, Großer, ich befreie dich mal. You're welcome. Oh, die ist so süß. So süß. Ah, schön. Die Mucke, der Regen, der Sonnenuntergang. Idyllisch. Einfach idyllisch. Nee, aber ich hoffe, das Holz reicht, aber ich denke mal. Und dann schuster ich das Ganze mal zusammen. Und dann sieht das hoffentlich nach dem Haus aus. Ich muss sagen, der sieht echt gut aus. Oh cool, so ein Dude. Händler. Hello, Mister? Mister? Warum ist der unsichtbar? Oh nein. Oh Mann, ey. Ich glaube, der hat den erwischt, oder? Denkt ihr, er hat das Lama erwischt? Okay, nee, hat er nicht. Oh, er ist nicht mehr unsichtbar. Doch, er hat eins erwischt! Nein! Aber andererseits haben wir jetzt eine Leine. Auch schön. Komm, Hundi! Ja! Ein Feini bist du. Oh, yo. Ich dachte gerade, das wäre ein Creeper. Ich dachte gerade, Real Talk, das ist ein Creeper. Oh Mann, als ob er den erwischt hat. Ey, wo habe ich denn meinen? Nee! Ah, nee! Sag mir nicht, der Fuchs hat mir mein Leder geklaut. Ah, yo! Und ich dachte, der hat sich das selber besorgt. Ich fand das noch süß, dass er da mit Leder ist. Der Hund hat mir das einfach weggenommen. Ey, wenn ich wieder so ein Hund sehe, ne? So ein Fuchs. Dann wird er aber weggesperrt. Nee, wird er nicht. So, was kann ich denn jetzt weg... Ich entleere mich mal kurz. Ah, nice, jetzt haben wir eine Leine. Voll geil. Und ich habe nichts damit zu tun, okay? Ich hab den Creeper nicht dort absichtlich explodieren lassen. Kann ja nicht wissen, dass das Lama nicht dort wegkommt. Von daher trifft mich hier keine Schuld, okay? Ich möchte da jetzt nicht irgendwas in den Kommentaren lesen. Süßbären. Können wir eigentlich einmal anbauen? Oh, da habe ich sogar was Cooles mal in einem Video gesehen, was wir auch machen können. Boah, ich hoffe, unser Hund... dass man die abbauen kann, ohne sich zu verletzen. So, Hundi. Komm mal mit. Wo bist du? Da, komm her. Komm her, komm her. Ja. Da, darfst du dich erstmal hinsetzen. Gib dich mal noch hier rüber. So, du wachst jetzt hier. Ja, der chillt dort weiter. Wir haben halt jetzt mittlerweile ein paar mehr Hühner, als ihr Namen in die Kommentare geschrieben habt. Ah, ihr habt zum einen Max und Moritz in die Kommentare geschrieben, sprich, wir haben jetzt hier Max und Moritz. Dann war noch Mini ein Vorschlag, den fand ich eigentlich ganz cool. Dann haben wir hier noch Mini. Und dann, einfach weil es keine weiteren Vorschläge groß gab, die ich so richtig cool fand. Sorry an alle, die was vorgeschlagen haben. Aber ja, der andere Vorschlag war noch Cooper, also haben wir jetzt Cooper, Mini, Max und Moritz. Ich habe euch das überlassen. Das sind die einzigen Vorschläge, die ich gehabt habe, also heißen die jetzt so. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich es mir merken kann. Ah ja, und für ihn hier brauchen wir natürlich auch noch einen Namen. Er ist steckt einfach dort fest. Egal. Wenn es ihm dort gefällt, soll er es machen. So. Ich wollte eigentlich gucken, was der handelt.
Kommen Sie mal her. Oh, Mensch, also das ist eigentlich, das sind echt nice Angebote. Vor allem hier so ein Eichensetzling für 5 Juwelen. Könnten wir das auch andersrum machen, Mister? Das fände ich viel cooler. Da kann man hier noch runterscrollen. Aber wahrscheinlich, wenn man was kauft, ne? Kann es sein, dass die einfach komplett scammen? Ja, dich meine ich, du scams. Hier, komm. Hauen sie ab. Ja, Kartoschkis. Kartoschkis sind fertig. Nice. Oh nein, die waren noch nicht fertig. Bruder. Warum wachsen die so langsam? Ich brauche eine neue Hacke. Holz reicht da auch. So. So, noch ein paar mehr Kartoffelauis. Oh, ich hoffe, man hat es nicht gehört, aber mein Bauch ist gerade richtig am Grummeln. Ich hab ein bisschen Hunger jetzt. So langsam. Haben Leute noch nichts gegessen. Ich sollte auch mal in-game was essen. So, und jetzt wird mal fertiggestellt, was ich hier angefangen habe. Ich glaube wirklich, es wird darauf hinauslaufen, dass ich so 2 Stunden brauche. Aber egal, dann habt ihr ein paar mehr Folgen, ist auch schön. Diese Woche. So, dann wollen wir mal. Zack. Zack, ich denke mal, das reicht erstmal. Zack. Oh, Mist. Zack. So. Das wird definitiv nicht reichen, aber jetzt erstmal für den Anfang. Lol, wie dumm habe ich das gemacht? Eigentlich müsste hier auch noch einer rein. Ja, eigentlich schon. Weil sonst passt das hier nicht. Oh, das können wir eigentlich auch so lassen, dass das Fenster werden. Doch, das fände ich cool. Machen wir es so. So, jetzt wird er erstmal. Weil nur damit ich als Markierung das habe. Hä? Habe ich das jetzt falsch gebaut? Ah ne, ich muss den noch. Andererseits ist es... Post oder so.